So, wir kommen zur nächsten. Ich hoffe, entweder dauert es nicht mehr so lange oder wir finden gleich einen Speicherpunkt, weil ich muss dann doch echt gleich mal pennen, sonst habe ich morgen ein leichtes Aufnahmeproblem. Und das nicht im Sinne von OBS. Das ist nämlich gerade schon wieder abgestürzt. Achso, wir sind hier draußen, okay. Can we go now, Rotri? I'm sick of the mosquitoes. Why are we even here? This is nonsense. This isn't nonsense. Shut your big mouth before His Holiness gets mad. My granny told me this place is very secret. Anything you wish for will come true. You should better spend your time more wisely, like bribing the teacher or practicing like Tita, rather than this kind of stuff. Oh, boo-hoo! Would you just shut up about her? This really gets on my nerves. I don't see how she's better than me. Like, what? What's with the teacher? And Bua? She looks like an old hag. Just wait. If I get that main part instead of those scums, I'll even do the naked dance as return for your blessing. Satsu. I'll rub it all over their stupid faces. Okay, let's go back. Don't come with me next time. Okay, ist das die eine, hoch? Ist das die eine im Erwachsenenalter? So, ich kann den nicht lang laufen, ne? Weil er. Ich habe gedacht, das verschwindet alles jetzt so im Hintergrund. Ist das die eine im Erwachsenenalter, die mit ihrer Schwester mal gemessen wurde? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich was nicht so Gutes gewünscht hat. Für die anderen zumindest. Ach, ich wollte eigentlich gerade gucken, wie ich mich heile, ne? Natürlich jetzt nicht gemacht. Bauen wir jetzt Spannung auf, damit gleich ein Jumpscare kommt? Können wir zu dem Haus dahin? Oh, dass sie da steht, finde ich gar nicht cool. Ich wollte rausgehen und jetzt in die andere Richtung gehen. Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich heile. Scheiße. Kann ich die Tür dazu machen? Nee, ne? Vor allem, wie ekelhaft die Hände verdreht hat. Ey, welcher Mensch kann das denn? Ach du Scheiße. Wie viele stehen denn hier rum? Meine Mutter, da steht auch noch eine, ich kack ab, ey. Meine Mutter hat mir letztens erzählt. Und bitte fangt jetzt nicht an, euch zu bewegen. Boah, ich muss noch mal kurz meine Maus rausziehen. Also die ist so am Rumspacken gerade. Seht ihr das, wie das so wackelt? Das ist leider meine Maus, tut mir leid. Ich hab
Ich weiß nicht wieso. Meine Mutter erzählt, dass sie letztens auf dem Müll, ich weiß jetzt nicht, ob auf dem normalen Müll oder ob das so ein Sperrmüll war, auf jeden Fall lag da eine Puppe drauf. In Lebensgröße, hat sie gesagt. Eine Oma. In Lebensgröße. Da hat sogar meine Mutter gesagt, die ist echt um einiges abwehrt, aber die hat gesagt, das fand sie sogar sehr gruselig. Als sich gefragt hat, warum sowas überhaupt existiert. Und wer sowas kauft und sowas besitzt. Ich meine, die wollten es ja offensichtlich nicht mehr haben. Aber irgendjemand muss es ja vorher mal sich angeschaut haben. Okay, hier ist auf jeden Fall gleich wieder irgendwann Hiding Time. Tschüss. Wir können ja da oben ruhig ihre Party machen, so ist doch kein Problem. Warum kann ich da... Achso, ich kann die erstechen. Aber ich habe keinen Stab. Ich habe keine Stäbe. Keine Messer, keine... Ich habe auch bis jetzt nicht einen mehr gefunden irgendwo, ne? Fällt mir gerade so auf. Geil, wahrscheinlich habe ich schon 30 Millionen Messer übersehen. Hauptsache ich finde Heilung. Ach du Scheiße, ey. Ja, was macht man denn jetzt, ne? Wenn man jetzt die Messer, sagen wir mal, da waren jetzt 2, 3 oder so irgendwo, ne? Man hat die jetzt übersehen. Im Wald. An den Bäumen zum Beispiel oder so. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, muss ich dann einen Speicherstand neu laden oder was? Weil ich kann mir die ja nicht selber herstellen oder sowas. Und hier, jetzt im Haus, habe ich... Kommt die weiter runter hier oder meine ich da nur? Ich habe auch immer noch nicht meine Taschenlampe wieder. Also die scheine ich wohl irgendwo gerade verloren zu haben. Ich habe da jetzt auch nicht bewusst drauf geachtet, muss ich sagen. Also die Bällchen da, unsere Heilbällchen, die vegetarischen Klößchen da, oder was das sein soll, die liegen ja halt so auf Tischen rum. Da gucke ich auf jeden Fall drauf. Aber ich habe jetzt nicht bewusst hier an den Rändern geguckt, ob hier irgendwo so ein Messer drin steckt. Und beim ersten Mal habe ich es ja auch übersehen, ne? Bin ich auch dran vorbeigelaufen. Da können wir uns wieder nur verstecken. Also wir können wohl nah genug rangehen, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die jetzt gleich erst was machen, wenn wir da oben in dem Raum richtig drin gewesen sind, so. Dass sie jetzt noch gar nichts machen können. Kann man da langlaufen eigentlich? Nee. Puh, sollen wir mal versuchen, an der vorbeizulaufen? Ach so, da ist Sackgasse. Cool. Geht es in dem Haus also nur darum, dass diese Viecher gleich zum Leben erwachen und ich die irgendwie umbringen muss? Ziemlich uncool. Ziemlich uncool, wenn man so null Messer dabei hat. Ich finde es auch blöd, dass man die Messer verbraucht damit, aber... Das Geräusch kenne ich.
Das Geräusch kenne ich noch. Ist die dann jetzt doch schon aus dem Raum rausgekommen oder was? Wieso ist denn das jetzt dunkler als gerade hier? Es ist so fucking dunkel. Ich bin jetzt gerade bewusst ein bisschen stehen geblieben und langsamer gerannt. Weil ich sie ein bisschen triggern wollte hier, aber irgendwie funktioniert das nicht. Weil ich weiß gerade nicht, was wir sonst machen sollen. Okay, sobald wir hier unten sind, kommt die auch nicht mehr. Ja. Damit das jetzt eine sehr, sehr kurze Folge halt. Aber ich gucke jetzt dann gleich erstmal nach, mit welcher Taste wir nochmal uns heilen können. Ja, und ich gucke mich mal hier so ein bisschen um, weil... Ich weiß nicht, ob ich jetzt keine machen sollen. Außer, dass wir, dass die Olle kommt und wir uns von der fressen lassen. Also, ich habe echt gerade die Vermutung, dass wir Messer übersehen haben. Und jetzt, dann hast du Pech gehabt, Junge. Also, so wirkt das jetzt gerade auf mich, ne? Also, ich kann die halt hier nicht abstechen. Da oben, die kann ich irgendwie nicht wegtriggern. Ich versuch's gleich nochmal, auch wenn ich dann drauf gehe. Oder wir können es ja auch nochmal eben... Ach komm, wir versuchen das mal eben zusammen. Vielleicht sehen wir dann auch mal eine Sterbesequenz. Ist ja auch mal ganz schön. Weil bis da vorne sind wir ja auch schon gelaufen. Da war ja nichts, ne? Kommen wir jetzt einsammeln oder so? Der einzige Raum, der offen ist, ist der. Hier haben wir auch alles abgesucht, ne? Hier sind auch keine Messer irgendwie an der Wand oder so. Scheiße. Boah, das wäre richtig kacke, ne? Ich meine, gut, das würde auch erklären, warum vielleicht manche so 6-7 Stunden Spielzeit hatten oder so, ne? Also erstmal, manche nehmen ja auch auf wie ich. Ich werde mit Sicherheit auch so viel Spielzeit haben. Einfach, weil ich ja auch während des Spiels andere Sachen mache. Aber hier ist auch nichts. Sollen wir mal da reingehen einfach? Und wir gehen einfach mal rein. Was denn? Oh. Okay, oh. Hab ich die weggeschmissen?
getroffen? Ah ja, okay. Und hier renne ich langsamer als sonst, ne? Okay, warte, wir versuchen mal was anderes. Ich sehe nur nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Oh, warte, wenn die aufhört, ne? Fängt die hier dann wieder an? Oh, jetzt haben wir ein Problem, ne? Cool aus, ne? Wo kommt man denn als nächstes hin? Da, ne? Okay, muss man den Übergang jetzt abwarten, bis sie wieder wechselt? Dass wir da hin können? Leuchtet aber auch irgendwas. Ne, da kommen wir nicht raus. Okay. Da hinten hier sehen kann.
Falsche Tasten können einem das Leben kosten. Liegt da irgendwas? Ach, da müssen wir raus. Okay. Okay, das mussten wir machen. Mussten uns da durchschleichen. Trotzdem muss ich natürlich ab jetzt mehr drauf achten, wenn irgendwo irgendwelche Messer sein sollten. Schon wieder Heilung, die ich nicht mitnehmen kann. Verdammt. Speichern! Ja, dann mache ich jetzt eine Folgenpause und dann muss ich das heute leider doch unterbrechen, weil sonst gehe ich morgen echt kaputt. Also, sagen wir so bis 11, aber dann würde ich jetzt sowieso auch nur noch eine Folge machen. Und ich glaube, bis dahin wäre die Episode aber auch noch nicht durch. Dann mache ich es lieber jetzt an einem Speicherpunkt. Wir können auch wirklich dann da wieder anfangen. Ich habe ja jetzt ein paar Folgen. Und Donnerstag ist der Feiertag, dann gucke ich, dass ich da halt den Rest aufnehme. Bis dahin, ich glaube, wir haben jetzt schon 6 Folgen oder so, das passt dann auch bis dahin locker. Bis zur nächsten, bis dann.